Es wird gelacht. Es wird angepackt. Der BVB vermittelt Aufbruchstimmung. Vor allem der neue Trainer Edin Terzic. Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Und zwar auf Erfolge. So wie im vergangenen Jahr, als eben dieser Terzic, damals Interimstrainer, mit Dortmund den DFB-Pokal gewann. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Jetzt stellt sich Terzic als Cheftrainer dem großen Erwartungsdruck bei Schwarz-Gelb. Als Nachfolger des glücklosen Marco Rose. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Die Enttäuschungen der vergangenen Saison abgehakt. Vielmehr will der BVB wieder Euphorie entfachen. Lasst uns so laut sein wie noch nie. Auf dem Transfermarkt hat Dortmund schon den Ton angegeben. Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Salih Özcan neu verpflichtet. Dieses Quartett will jetzt mit Terzic und dem BVB Gas geben. Dann bin ich mir sicher, dass wir die große Chance haben, eines Tages zu feiern, wie noch nie. Darauf hätte ich mega Bock. Ja, macht Bock auf jeden Fall, diesen Beitrag zu sehen. Da Dortmund mit Aufbruchstimmung, Matthias. Wenn man den jetzigen Kader der Dortmunder mit den Neuverpflichtungen nimmt und den jetzigen der Bayern, noch ohne große Namen zumindest bei den Neuverpflichtungen, wären die Bayern so dann in der Meisterschaft fällig? Also wenn ich mir den Dortmunder Kader angucke, dann wirkt das gerade alles sehr, sehr schlüssig. Aber man muss auch sagen, Haaland ist nicht mehr da. Mhm. Und ich glaube, das ist immer noch ein BVB-Problem gerade, dass sie die Tore Haaland aktuell noch nicht ersetzt haben. Und wenn ich mir dagegen dann den FC Bayern anschaue, der ja gefühlt wieder mit 1000 Punkten Vorsprung Meister geworden ist, dann reicht diese aktuelle Konstellation noch nicht aus, zumal wenn der FC Bayern Mané noch holt. Also an so einen richtig spannenden Meisterkampf mag ich jetzt gerade noch nicht glauben, aber mal sehen, ob der BVB noch einen richtigen Knaller-Mittelstürmer aus der Tasche zieht. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass wir endlich mal wieder einen spannenden Meisterschaftskampf in Deutschland haben werden. Wir schalten zu unserem BVB-Reporter Jörg Weiler live aus Paris. Schönen guten Tag, Jörg. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, Jörg, bevor wir das BVB-Beben noch mal genauer analysieren, du warst beim Champions-League-Finale und neben dem Sportlichen gab es das große Thema, hinterher ein Interview im ZDF, Nils Kaben gemeinsam mit Toni Kroos. Toni Kroos fühlte sich da zu negativ befragt und hat dann das Interview auch abgebrochen und sich über Scheißfragen beschwert an der Stelle. Du hast jetzt mit Nils Kaben, dem ZDF-Reporter, sprechen können. Wie sieht er die Situation am Tag danach? Ja, erstmal muss ich sagen, Nils Kaben ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Ein ganz, ganz hilfsbereiter, netter Kollege und wirklich sympathisch. Und ich glaube, der ist von der Tragweite auch total überrascht worden. Der hat das überhaupt nicht böse gemeint, hat er mir gesagt. Er hätte vielleicht ein Stück weit länger bei den Emotionen von Toni Kroos und bei seinen Kindern bleiben sollen. Dann ist er aber aufs Sportliche umgeschwenkt und ihm tut es einfach nur leid. Und der hat mir auch glaubhaft versichert, dass ihm das zum ersten Mal in seiner Karriere passiert ist. Und das glaube ich auch. Das ist jetzt kein Stänkerkopf, wie es da schon andere Journalisten gibt, die schon mal gerne provozieren. Aber das ist er wirklich nicht. Schauen wir dennoch gemeinsam drauf, Jörg, im Wortlaut, was Toni Kroos gesagt hat. Matthias hat es ja schon kurz angeteased. Scheiß Fragen. So sieht das dann im Wortlaut von Toni Kroos aus, beziehungsweise sah das aus gestern Abend. Du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, wirft er ihm vor, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und jetzt stellst du mir zwei solche scheiß Fragen. Das finde ich Wahnsinn. Und dann hat er ja auch noch darauf angespielt, dass das ein Problem der deutschen Journalisten ist. Siehst du das auch so? Das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, generell gibt es bei uns im Moment so ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Zu schnell nur noch weiß und schwarz. Und das sehe ich auch, gerade bei unserem Medium teilweise auch. Aber ich glaube, wie gesagt, generell die Fragen, die Nils Kaben gestellt hat, die muss man auch stellen, die darf man auch stellen. Und Toni Kroos hat da in meinen Augen auch ein bisschen überreagiert. Aus meiner Sicht, Jörg, finde ich, muss man sich trotzdem auch nochmal in Tonis Situation da reinversetzen. Du spielst in Paris, du hast gerade deinen 5. Champions League Titel gewonnen und der war ja eigentlich gut dabei zu erzählen, hat von seiner Familie gesprochen und gesagt, wie besonders das für ihn ist, dass alle Kinder nochmal bei einem Finale dabei gewesen sind. Und dann war, glaube ich, die
Formulierung mit, ja, war ja nicht selbstverständlich und überrascht, dass so unter Druck geraten sind, der war einfach gerade emotional in einer völlig anderen Welt. Und ich glaube, da hätte Nils Kaaben ihn einfach ein bisschen mehr ins Spiel bringen können und trotzdem über das Spiel reden können, um zum Beispiel sich zu erkundigen, ob er den Verlauf so erwartet hat mit feldüberlegenen Liverpoolern, mit stark konternden Real Madrid-Spielern. Es war so ein bisschen wie bei Per Mertesacker damals, 2014, oder? Der sich nach dem Sieg gegen Algerien, war es glaube ich, beschwert hat, warum jetzt hier groß gequatscht wird, wenn man schon weiterkommt, wieso dann wieder Fragen kommen nach möglicher Spielanalyse. So sieht es wirklich aus. Ich glaube, ihn ärgert das auch unwahrscheinlich, weil er normalerweise wirklich sensibler ist und auf solche Themen auch eingeht. Da hat man natürlich als Reporter auch was im Hinterkopf, will dann die nächste Frage stellen und manchmal reagiert man, also ich kann das gut nachvollziehen, dann eben auch falsch. Und insofern, ich glaube, die beiden werden sich aber nochmal aussprechen und das ist jetzt nicht so, dass die jetzt auf die nächsten Jahrzehnte nicht mehr miteinander reden werden. Ich glaube, wenn Nils Kaaben sich oder ordentlich entschuldigen wird, dann ist auch alles in Ordnung. Jörg, wir wollen natürlich auch mit dir über den BVB reden und über dieses Trainerbeben, das da stattgefunden hat. Rose musste gehen, obwohl es sich am letzten Spieltag zumindest noch so anhörte, als wolle man mit ihm weitermachen. Edin Terzic übernimmt wieder. Was hört man aus Dortmund? Wie kam das bei den Spielern vom BVB an? Also ich habe mit mehreren Spielern gesprochen, also die waren wirklich überrascht, muss man wirklich sagen. Die haben nie gedacht, dass das passieren wird. Es gab ja auch noch am letzten Spieltag eine Feier, wo Marco Rose dann auch noch dabei war, wo er dann auch sich noch ordentlich vom Zetzmann, das der langjährige Physiotherapeut von Borussia Dortmund, verabschiedet hat. Und da waren überhaupt keine Anzeichen. Also Marco Rose hat dann noch Selfies mit den Fans gemacht am Sonntagmorgen, als man das Trainingsprogramm sich abgeholt hat. Ich glaube, er ist ein Stück weit auch selber von dieser Entwicklung total überrascht worden. Was bedeutet das für die Situation von Sebastian Kehl, der ja ungefähr 10 Tage, bevor diese Entscheidung dann getroffen wurde, öffentlich noch mal klar gemacht hat, dass er die Saison mit Marco Rose plant? Ist Kehl da überstimmt worden möglicherweise von den anderen Mächtigen? Oder wie ist auch Kehl als zukünftig verantwortlicher Manager plötzlich zu der Erkenntnis gekommen, naja, vor 10 Tagen habe ich noch mit ihm geplant und jetzt sage ich aber, das wird nichts? Also Kehli, mit dem hatte ich auch lange gesprochen, der hatte wirklich die Intention, ganz klar mit Marco Rose in die neue Saison zu gehen. Das war auch das, was er wollte. Aber ich glaube, er ist dann auch ein Stück weit überrascht worden, wie beratungsresistent Marco Rose sich beim zweiten Gespräch gezeigt haben soll. Also da soll er die Kritikpunkte irgendwie runtergespielt haben. Ich war ja nicht dabei, ich habe es nur immer gehört. Und das kann ich mir schon vorstellen, wenn dann einer irgendwie mal ein paar kritische Töne zu hören bekommt und stellt dann auf stur, dass das auch eine ganz andere Tragweite bekommt. Und so soll das Gespräch eben verlaufen sein. Und dann ist es komplett in die andere Richtung gekippt, dass Rose gesagt hat, ich habe das Gefühl, hier stehen nicht alle komplett hinter mir. Ja, und dann hat er den Laufpass und die Papiere bekommen und jetzt ist er eben BVB-Geschichte. So schnell geht das manchmal. Darf man dann Edin Terzic so positiv darstellen, diese Personalie, wie ich es am Anfang der Sendung getan habe, dass ich gesagt habe, es ist eine Stärke der Dortmunder, dass sie ihn jetzt wieder reinstallieren? Oder bist du dabei, Matthias, der gesagt hat, so positiv darf man das nicht formulieren, sondern man hätte von vornherein bei Terzic stark bleiben müssen und dann Rose sagen sollen, wir haben hier einen erfolgreichen Mann, auf den setzen wir weiterhin, auch wenn wir Ihnen schon das Wort gegeben hatten. Naja, Valentina, das war ja eine ganz schwierige Gemengelage, das muss man ja auch mal sagen. Die Dortmunder haben 5 Millionen Euro Ablöse für ihn gezahlt und zu dem Zeitpunkt war Edin Terzic nicht gerade auf der Erfolgsspur. Er ist ja dann hinten raus erst richtig durchgestartet mit dem Pokalsieg und der Qualifikation zur Champions League. Und dass das dann so eine Eigendynamik bekommt, das konnte man aus Dortmunder Sicht auch von der Führungsetage nicht erkennen. Und deshalb, also das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich denke auch, als Marco Rose, wenn der dann immer den Terzic auf der Tribüne neben Aki Watzke und neben Matthias Sammer gesehen hat, das ist schon hardcore gewesen für ihn vom ersten Tag. Jetzt hat man eins geschafft, richtige Aufbruchsstimmung. Und Terzic ist ein absoluter Fanliebling. Und ich traue ihm auch zu, dass er da was richtig auf die Beine stellen kann, weil die Mannschaft wird auch 100%ig hinter ihm stehen. Das vermitteln sie zumindest aktuell, die Dortmunder. Jörg, besten Dank für deine Einschätzungen. Liebe Grüße nach Paris. Tschüss, Jörg. Vielen lieben Dank. Ciao.
Valentina, ganz kurz noch zu dem Video, das wir jetzt mehrfach gesehen haben. Da finde ich halt, hätte gerade Kehl ein bisschen mehr Zurückhaltung ganz gut gestanden. Also das ist dann nochmal eine Umarmung für Terzic und das hätte man ein bisschen versachlichen können. Ich fand den Auftritt von Terzic sehr, sehr glaubwürdig und emotional. Der brennt für diesen Job, der liebt den BVB, aber drumherum ist es mir ein bisschen zu viel Inszenierung gewesen. Zumal Marco Rose eigentlich ein guter ist. Den hätte man da auch ein bisschen mehr Respekt noch gegenüber zollen können, finde ich. Genauso wie du.